Franziska, ist es so, dass ADHS zunimmt, sowohl bei Kindern wie bei Erwachsenen? Ja, man sieht eine deutliche Zunahme, zumindest auch von den Ärzten, die ADHS diagnostizieren, also die Diagnosen nehmen zu. Ist natürlich die Frage, hat man vorher vielleicht schon ADHS-Symptome gehabt, aber ist nicht auf die Idee gekommen, sich abklären zu lassen. Aber die Diagnosen, die nehmen deutlich zu. Man geht davon aus, dass 5% der Kinder und 5-8% der Erwachsenen heutzutage eine ADHS-Diagnose besitzen und ADHS-Symptome aufweisen. Erkennst du einen Zusammenhang zwischen der Schwere von ADHS und dem Zuckerkonsum? Zucker ist ein sehr schädlicher Faktor, weil Zucker die schlechten Darmbakterien fördert und die guten zerstört, so dass eigentlich die Verdauung, die Darmgesundheit, die guten Darmbakterien immer weniger werden. Und der Zuckerkonsum, ein hoher Zuckerkonsum, unterstützt diese Probleme. Das tönt ja schön, oder? Was ist ein hoher Zuckerkonsum? Ich meine, ich trinke 3 Kaffees, einen Teelöffel Zucker darin, habe mein Stück Kuchen im Tag. Ist das zu viel? Man empfiehlt heutzutage nicht mehr wie 20 Gramm Zucker pro Tag zu sich zu nehmen. Das sind 5 Würfel Zucker. Dieser Zucker ist rein schon in einem kleinen Früchtejoghurt drin. Das heißt, wer täglich ein süßes Joghurt isst, hat eigentlich den Zuckerkonsum des Tages schon erreicht. Heutzutage essen viele deutlich mehr Zucker, bis zu 100 Gramm pro Tag. Durchschnittlich wurde einmal berechnet, wenn man den jährlichen Zuckerkonsum der Schweizer Bevölkerung anschaut. Das tönt ja schrecklich, oder? Also du nimmst mir meinen Kaffee weg, meinen Kuchen weg, weil das Joghurt schon genügt. Aber das ist doch unsere Ernährung jeden Tag. Also ein Dessert und ein Süßgetränk, das gehört doch zum Leben. Also du nimmst ja mir alle Freude am Leben weg. Grundsätzlich ist es so, niemand hat etwas gegen einen kleinen Dessert einzuwenden. Wenn man den zum Beispiel nach einer Mahlzeit direkt einen kleinen Dessert, ein Stück Schokolade oder ein kleines Stück Kuchen nimmt, dann ist das kein Problem. Das Problem ist, wenn in der Grundernährung Frühstücksmüsli, Frühstücksflocken, die Knuspermüsli, die stark gesüßt sind, oder auch im Ketchup oder im Senf, in Mayonnaise, überall hat es Zucker. Und solche Sachen, die man in der Grundernährung ändern kann, sollte man unbedingt angehen, um Zucker zu reduzieren und damit auch die Darmgesundheit zu verbessern. Okay, wenn ich zu viel Zucker gegessen habe, was hat das dann für einen Einfluss auf die Botenstoffe und auch auf die Neurotransmitter im Gehirn? Wir sprechen ja von ADHS. Was geschieht dort? Genau, im Darm bilden die guten Darmbakterien, die bilden diese Botenstoffe. 95% vom Serotonin, vom Glückshormon, das wir ja wissen, dass das bei ADHS neben Dopamin und Noradrenalin einen sehr großen Einfluss hat. Diese werden im Darm gebildet. Das heißt, wenn die gesunden Darmbakterien in kleinen Mengen vorhanden sind und viele schlechte Darmbakterien, dann wird weniger Serotonin produziert und damit kommt eben auch weniger das Glücksgefühl auf und die Botenstoffe sind reduziert. Das heißt, ein gesundes Darmmilieu hat einen entscheidenden Einfluss auf die Hirngesundheit, auf das Glücksempfinden, auf die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, auch auf das Gedächtnis. Also Darm und Hirn sind untrennbar. Du sagst mir eigentlich, dass mein Gehirn von meinem Darm gesteuert ist. Genau, das sind die gleichen Nervenzellen. Im Darm hat es weniger wie im Hirn, aber die Funktionen sind dieselben und die Kommunikation basieren auf den gleichen Mustern. Hat Zucker auch eine direkte schädliche Wirkung auf die Hirnzellen? Zu viel Zucker in den Hirnzellen, da passiert, dass um die Nervenzellen sich dieser Zucker legen kann
Und dann ist die Kommunikation zwischen den Nervenzellen eigentlich wie gestört. Das heißt, zwischen den Nervenzellen das Signal, der Reiz, nicht gleich gut weitergeleitet. Das führt auch wieder zu den genannten Problemen, Konzentrationsschwierigkeit, Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, hohe Ablenkbarkeit. Letzte Frage. Das heißt, wenn ich als ADHS-Betroffener meinen Zuckerkonsum deutlich reduziere, ist das schon die Haupttherapie bei dieser Krankheit? Zuckerreduktion ist ein Therapieansatz, der sehr wirksam sein kann, aber er ist nicht so einfach umzusetzen, weil Zucker macht süchtig. Man hat herausgefunden, dass Zucker eine ähnliche Wirkung hat wie Heroin. Die Heroineinnahme, das heißt, es besteht eine sehr hohe Abhängigkeit und es braucht wirklich konsequente Maßnahmen, um den Zuckerkonsum deutlich zu reduzieren. Gut, vielen Dank, Franziska, für diese Übersicht über den Zusammenhang mit Zucker. Wir werden in einem weiteren Video über den Darm noch sprechen.